Willkommen im Namen der Heilbronner Falken zu unserer Pressekonferenz hier im Parkhotel Heilbronn. Herzlichen Dank an das Parkhotel und vor allen Dingen auch ein Dankeschön an unseren Medienpartner, die Stimme Mediengruppe, für die Unterstützung unserer Pressekonferenz. Ich begrüße zu meiner Linken den Geschäftsführer der Heilbronner Falken, Marco Merz, und zu meiner Rechten von den Heilbronner Falken, Martin Jelinek. Freut mich, dass viele Vertreterinnen und Vertreter der Presse da sind. Auch herzliches Dankeschön für Ihr Erscheinen und natürlich der Gruß an alle, die uns über den Livestream der Stimme verfolgen. Wir starten, Marco, mit dir. Lass uns ganz persönlich starten. Es war eine Saison, die nicht so geendet hat, wie du es dir vorgestellt hast. Ganz persönlich, wie geht es dir nach Ja, dem Abstieg mit den Falken? also herzlich willkommen auch von meiner Seite aus nochmal und auch vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Ja, man startet natürlich mit ganz anderen Zielen in die Saison. Wenn man dann, ich sage es mal, mit einem Abstieg endet, ist natürlich eine ganz, ganz schwierige erste Phase auch. Es waren jetzt auch verdammt harte erste Wochen. Ich glaube auch für die ganze Organisation, natürlich auch für die Fans, für die Partner, es trifft ja jeden. Es macht natürlich auch im privaten Umfeld was mit einem, muss man auch ganz klar sagen. Man wird natürlich jeden Tag mit konfrontiert mit dem Thema. Aber wir hatten nicht wirklich viel Zeit, auf das Thema, ich sage jetzt mal, persönlich einzugehen, weil wir wussten, die Zeit rennt. Wir sind am nächsten Tag eigentlich schon hingesessen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir in die Planung gehen für die kommende Oberligaspielzeit. Die ganzen Spielerverträge waren natürlich hinfällig, die ganzen Sponsoringverträge. Und da muss man natürlich sagen, jetzt hat man eigentlich gar keine Zeit, um das Thema zu verdauen, sondern haben eigentlich direkt dann wieder gestartet und sind jetzt auch erfolgreich dementsprechend in gewisse Bereiche unterwegs. Marco, bevor wir da gleich einsteigen und selbstverständlich, das ist die Veranstaltung für die Medienvertreter hier, wir haben auch Fragen, die über Social Media gestellt wurden, die wir nachher dann auch hier stellen werden. Jetzt kann man die Saison rein auf den Abstieg reduzieren und sagen, oder fokussieren, es war jetzt nur der Abstieg, aber war jetzt die Saison im Ganzen nur schlecht, weil jetzt eben der sportliche Abstieg da stand? Klar, ich sage mal, das sportliche Thema ist natürlich immer im Fokus. Man muss aber sagen, mein Team hat im Hintergrund wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir konnten wahnsinnig viele neue Partner für uns gewinnen. Wenn man auch sieht, ich sag mal, wie viele Zuschauer, ich sage jetzt mal, in die Arena geströmt sind, wo man auch sagen muss, ein riesen Dank an die Fans, ich sage es mal, auch an die Partner, die mit eingestiegen sind, auch in der schwierigen Phase und natürlich an das ganze Team, das da auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Was motiviert dich persönlich weiterzumachen? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, also ich muss auch ganz klar sagen, es ist natürlich, ich sage jetzt mal, mein Herz hängt natürlich auch an dem Thema dran. Und wenn man natürlich auch sieht, ich sage jetzt mal, wie emotional natürlich auch das Thema mit unseren Fans ist, mit den Partnern, ich sage jetzt mal, mit dem ganzen Umfeld, da sehe ich einfach, dass man in Heilbronn einiges erreichen kann. Und wir müssen jetzt einfach, ich sage jetzt mal, einen Neustart schaffen und dort einfach jetzt aus dem Vergangenen, aus den Fehlern einfach lernen und das in der Zukunft besser machen. Was sind eben diese Learnings oder was hast du vor zu ändern mit der Organisation oder mit den Heilbronner Falken? Ja, also man hätte ganz klar gesehen, unser größtes Problem war natürlich, dass das sportliche Know-how bei uns gefehlt hat in der Organisation. Und das war natürlich ein Riesenthema. Wir hatten, glaube ich sage jetzt mal auch, zu wenig Überwachung dementsprechend, was das Sportliche betrifft und mit Sicherheit auch nicht immer die glücklichste Entscheidung dementsprechend getroffen, auch was das Thema im Spielerbereich betrifft. Was heißt das konkret? Was wird sich ändern? Ja, also im Endeffekt wird sich es ändern, dass wir jetzt zukünftig dann natürlich auch einen Sportdirektor integrieren, einfach um, ich sag mal, noch mehr sportliches Know-how bei uns in den, ich sag mal, bei der Heilbronner Falken mit einzubringen. Und klar, es wird sich natürlich jetzt auch durch den Abstieg organisatorisch was ändern. Da muss ich natürlich auch ein bisschen Verständnis natürlich bitten, dass da jetzt auch das ein oder andere mit Sicherheit holpriger laufen wird, erst am Anfang. Ja. Sportdirektor, wer? Offenes Geheimnis, aber du darfst Ja. es damit offiziell machen. Genau, also sitzt ja zu meiner Rechten der Martin Jelinek dann. Warum der Martin?
Er kennt natürlich die Oberliga bestens durch seine Söhne, hat es, ich sage jetzt mal, die Zeit natürlich auch mit verfolgt und bringt natürlich auch das nötige Netzwerk mit, was das Thema Spielerberater, Spieler, Trainer betrifft. Und von daher ist es in der Richtung natürlich die richtige Entscheidung. Ja. Wie wird die Organisation konkret aussehen zwischen, oder auch Aufgabenteilung zwischen dir und Sportdirektor? Genau, also im Endeffekt wird das ganze Thema Sportliche natürlich dann beim Martin mit angedockt. Und ich sage jetzt mal, das Thema Sponsoring, das Thema Spieltag etc. wird dann alles auf meiner Seite liegen, wie es natürlich schon war. Nur das Thema Sportlichkeit wird halt deutlich professionalisiert. Martin, dann gehen wir gleich zu dir über und selbstverständlich dann nachher auch Fragen gerne an den Marco Merz. Martin, Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Aber bevor wir nach vorne blicken, auch für dich vielleicht mal ganz konkret auf den Punkt gebracht, warum hat es mit dem Klassenerhalt nicht geklappt? Ja, wie oft, das ist mehr eine Zusammenfassung von mehreren Sachen, aber ein paar Hauptthemen hat deutlich aufgetaucht. War die ganze Vorbereitung, wie die Mannschaft war gebaut, was Planung im Hintergrund war gemacht und wie das geht in das Thema Fitness. Aber das ist alles mehr mit Planungen zu tun, was er vorher gesagt, so eine Beobachtung und einfach ein bisschen fördern und wenn eine Änderung geben muss, dass jemand ist, da zu sagen, okay, wir müssen die Richtung ein bisschen ändern, ein bisschen feine Schraube ziehen. Und diese Sache im Laufe der Saison muss auch mitgemacht. Und das hat uns gefällt in den letzten Jahren. Was reizt dich an der neuen Aufgabe in Heilbronn? Du hattest ja höherklassig in der DEL Traineraufgaben, Sportdirektor, Verantwortung. Und jetzt mit den Heilbronner Falken in der Oberliga die Sportdirektorverantwortung zu übernehmen, was ist das Interessante für dich daran? Ja, das ist eine weiße Blatt Papier. Das ist eine Herausforderung, eine Mannschaft fast von neu aufbauen. Natürlich, wir wollen später über Ziele sprechen, aber man muss irgendwo anfangen. Durch diesen Abstieg haben wir eine neue Blatt Papier. Und das muss mit einem Gedanken und guten Planungen wieder alles aufgebaut werden. Das macht diese Job sehr interessant. Wie bist du an das Thema Kader oder Mannschaft herangegangen? Wie hast du die Mannschaft gebaut? Well, kurz nach der Abstieg haben wir dann, das war dann ja klar, wir müssen einen neuen Anfang haben. Und die erste Baustelle für mich war, die Spieler auf unsere Kader vom letzten Jahr, welche Spiele wir wollen behalten, was für Charakter wir wollen behalten. Und das war der erste Schritt. Und dann der nächste Schritt war einfach auf der Umfeld sehen, auf den offenen Spielermarkt. Was war, weißt du, du brauchst eine bestimmte Spielerrolle erfüllen. Aber das ist wie in der NHL Draft. Du brauchst auch ein Top-Talent. Und in diesem Zeitpunkt war ziemlich spät, weil das erst nach dem Abstieg war. So wir erst suchten, welche Top-Spiele waren noch auf dem Markt, wer kann uns helfen. Und dann Schritt für Schritt dann wir Rolle in der Mannschaft erfüllen wollten. Aber auch der Gedanke war, was für Charakter wir wollen machen, was für Änderungen. Wollen wir eine schnelle Mannschaft? Wollen wir eine kämpferisch starke Mannschaft? Wollen wir eine Erfahrung in der Mannschaft oder mehr Geschwindigkeit? Alle diese Sachen haben wir einfach besprochen und viele Gedanken gemacht und von diesem Startpunkt haben wir dann vorwärts gekommen. Jetzt bin ich mal böse, Martin, wenn wir Trainer fragen, in der egal Oberliga, DEL 2, DEL, was für eine Mannschaft willst du haben? Charakter, Schnelligkeit, es macht Spaß zuzugucken. Das würden wahrscheinlich die allermeisten Trainer direkt so unterschreiben. Aber wie schaffst du genau diesen Anspruch dann auch in die Realität umzusetzen? Wie erkennst du, dass ein Spieler charakterlich passt, dass er genau auf die Position passt, die du brauchst für eine Mannschaft? Well, erst
wie du gesagt hast, the character, das ist auch mit vielen Gesprächen, mit verschiedenen Spielern, auch andere Leute, vielleicht du hast eine Spieler Y und du hast Interesse auf ihm und du redest mit anderen Leuten, wer mit ihm gespielt oder andere Trainer, wer hat ihn als Spieler gehabt in ihrem Kader. Auch du redest die Zusammenfassung von der Mannschaft. Ich habe immer gesagt, wir wollen eine starke Center-Stürmer-Gruppe. Ich glaube, letztes Jahr, das hat uns teilweise, wir haben das vermisst in Kader. Auch es ist gut, wenn die Spieler sind schnell, du brauchst eine bestimmte Körpergröße. Das war auch bestätigt in der Playoff-Lauf, was Rosenheim hat gehabt. Die waren nicht die Top-Mannschaft in der Hauptrunde, aber du siehst dann in der Playoff-Runden, du spielst jeden zweiten Tag, du brauchst eine bestimmte Körpergröße, ist auch ein Vorteil. Aber die Mischung ist wichtig. Weißt, du brauchst ein Teil Charakter, auch Offensivspieler und diese Puzzle, man muss viel überlegen und eine richtige Entscheidung machen. Du hast vom Puzzle gesprochen. Jetzt haben wir die Gesamtverantwortung bei Marco, die sportliche Verantwortung bei dir, Trainer. Welche Anforderungen stellst du an einen Trainer? Wie bist du neben der Spielerauswahl an das Thema Trainerauswahl herangegangen und wer wird der neue Trainer bei den Heilbronner Falken? Ja, erst man sucht Leute, der hat grob ungefähr die gleiche Philosophie, was du hast. Das hilft nicht, wenn ich habe eine Vorstellung für eine Mannschaft und der Trainer eine komplett andere. Das sollte nicht genau die gleiche, aber ungefähr in die gleiche Richtung. Ich wollte auch eine Trainer, der gut kommuniziert mit den Spielern. Ich glaube, das ist sehr wichtig, besonders in diesen modernen Zeiten. Das nicht war vor 20 Jahren, du schreist einfach auf die Spieler und die machen mit. Mittlerweile, die jungen Leute, was gut ist, die wollen mehr Erklärung, warum, wieso. Nicht einfach, mach das und halt die Klappe. Und das ist auch wichtig, dass ein Trainer eine gute Kommunikation Figur. Der nächste Schritt ist auch, was für Mannschaft er denkt, weißt, dass ob der braucht viele gute Zentrumstürmer, will er Topspieler in der Verteidigung erst, was für Charakter er braucht in einer Mannschaft und alle diese Sachen nach vielen Gesprächen mit verschiedenen Trainern haben wir auf einen guten Mann gekommen und das ist, ich kann das jetzt sagen, unser zukünftiger Trainer wird Frank Petrosa. Er war hier vor fast 13 Jahren, er war hier als Spieler für 3 Jahre, hat mit dieser Mannschaft aufgestiegen von der Oberliga in der DL2. Er ist bekannt als sehr guter Communicator und Motivator für die Mannschaft. Und auch durch meine Gespräche mit ihm, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Er kann Eishockey sehr gut und er ist auch hungrig und will etwas erreichen. Und das sind die Eckpunkte, wo ich habe gedacht, Mann, das ist der Mann, der könnte uns helfen und weiterbringen. Wie viel Überzeugungsarbeit hat es benötigt, den Frank für Heilbronn zu gewinnen? Ja, ich als Manager, ich habe viele Erwartungen und ich habe eine Vorstellung, wie das alles richtig gemacht sollten gemacht. Ich habe gesagt, ich glaube, wir haben 3 oder 4 lange Gespräche gehabt. War nicht immer 1:1. Er hat auch neue Sachen reingebracht, weil ich habe gedacht, ja, das ist nicht schlecht, die Idee. Und das ist was auch wichtig, dass er bringt seine Meinung dazu und seine Philosophie und ein paar Sachen. Er hat mich überredet, dass ich habe gedacht, weißt du, das sollten so gemacht und dann er hat andere Ideen und ich habe gedacht, das ist nicht schlecht, das können wir machen. Und nach ein bisschen Überlegung und so haben wir auf dem Frank dann entschieden. Sehr gut, vielleicht bevor wir gleich zum Frank gehen, Marco, wie wichtig ist das für dich jetzt, was der Martin gerade beschrieben hat, dass es auch unterschiedliche Sichtweisen geben kann, dass es Diskussionen, Austausch geben kann, ob Spielerpositionen sind, ob es Situationen im Sportlichen sind,
dass es da einfach auch mehr sportliche Kompetenz gibt. Wie wichtig war genau das, was der Martin gerade beschrieben hat? Ja, ich sag mal, das ist wahnsinnig wichtig, weil ich sag mal, wenn man halt nur eine Meinung hat, kennt ja jeder, und man hat keine Zweitmeinung, dann kann man sich eigentlich auch kein Bild von jemand machen. Und deswegen ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man jetzt das Thema auch so haben, wie es ist, dass man sagt, man hat einen Trainer dementsprechend, man hat einen sportlichen Leiter, einfach um dort auch, ich sage jetzt mal, die Fehler zukünftig zu reduzieren. Ja. Ja, dann holen wir den Frank dazu. Frank, du bist in Kanada und die erste Frage, wie geht's dir? Super, danke. Bisschen müde, aber... Ja, der Frank kann leider nicht da sein und wenn der Frank dann hier ist, in Heilbronn ist der Martin zu Hause in Kanada. Insofern haben wir uns entschieden und die Technik macht es ja möglich. Auch nochmal vielen Dank an unseren Partner, die Stimme Mediengruppe, dass wir es heute hinkriegen, digital und das Analoge miteinander zu verbinden. Frank, du warst ja bereits in Heilbronn, Martin hat es gesagt, von 2006 bis 2009. Du bist mit Heilbronn damals aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Was reizt dich an der Aufgabe in Heilbronn? Well, erstmal Gruß aus Kanada. Hallo zusammen. Ja, alles. Ich glaube, Martin hat alles gesagt. Aber erst möchte mich bei Marco und natürlich bei Martin bedanke für der Vertrauen in meine Person. Auch natürlich meine Familie, weil ohne die Unterstützung war das nicht möglich. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr nach gutem Gespräch mit Martin. Du merkst das Gefühl, wie er gesagt, seine Vision und Philosophie gefällt mir auch, weil für mich, alle, die kennen mich, Team First Mentalität ist sehr wichtig für mich. Und alle würden der Teil von oben, von dem Vorstand bis zum Betreuer. Und das ist sehr wichtig, wenn ihr möchtet erfolgreich spielen. Wie wird es sich anfühlen für dich, wieder nach Heilbronn zurückzukommen? Du bist als Spieler gegangen und kommst als Trainer zurück. Ja, ich würde sagen, ich freue mich. Ich hatte immer die Möglichkeit, oder ich habe nicht das Möglichkeit gehabt, weil ich habe immer Stationen gehabt neben meiner Familie, was richtig schwer. So, das ist das erste Mal, dass ich kann, you know, ein bisschen weit weg von der Familie. Und ich glaube, der Hauptgrund für mich, die Entscheidung war, nach dem Gespräch mit Martin, ist, ich habe ein Team hinter mir. Ich rede nicht mehr über Team, weil es sehr wichtig ist. You know, ich habe einen Sportleiter mit viel, you know, viel Vergangenheit und viel Ahnung wie Martin. Ich habe einen Leichtathletik-Trainer, vielleicht ich habe Unterstützung an der Bande, gute Ärzte. Ich habe das alles nie gehabt vorher. Ich muss alles alleine machen und you know, das reißt mich, weil ich weiß, you know, ich kann hier in Heilbronn konzentrieren auf Coaching und das ist, wo ich denke, wo ich am besten bin. Jetzt mag es vielleicht Kritiker geben, Frank, die sagen, der Frank hat ja nie zweite Liga oder DEL höherklassig gecoacht. Was sagst du den Kritikern? You know, wenn Leute reden über dich, du bist immer noch wichtig. You know, für mich ist nur, you know, Leute würden immer über dich. You know, ich habe auch eine Vergangenheit, wo Leute, aber für mich ist alles zu tun mit Team. Die Leute herum, Marco, Martin, wo ich, you know, der Spieler, wir sind ein Team und das ist was wichtig für mich. Alle pushen einander und alle arbeiten einander. You know, ich sage zu den Spielern auch, wir müssen nicht nur miteinander, wir müssen voreinander. You know, they're kleine Wörter, aber they're sehr wichtig, wenn ihr möchtet erfolgreich sein. Wenn Leute reden über dich, ja, vielleicht du bist immer noch wichtig. Frank, jetzt hast du eine Situation in Heilbronn, dass die Mannschaft ja zum großen Teil schon steht. Wie zufrieden bist du mit der Mannschaft, mit der du arbeiten wirst? Martin hat es ja auch angesprochen, dass es für ihn wichtig war, dass die gleiche Philosophie Eishockey gespielt wird. Also wie zufrieden bist du mit der Mannschaft und auch für welches Eishockey wirst du stehen? No, ich bin sehr zufrieden. Martin hat eine super Mannschaft zusammengebaut, aber das war genau
auch meine Entscheidung, weil ich gehe nicht in eine Position, wo ich möchte irgendwas anderes haben. You know, ich möchte aggressiv spielen, die Laufbereitschaft, die Zweikämpfe. You know, diese Tage Eishockey vor dem gegnerischen Tor, vor euer Tor. You know, ich muss stark sein. So, we had a bisschen unterhalten miteinander und ich bin sehr zufrieden. Ich persönlich möchte aggressiv spielen, you know, that Zweikampf. Und ja. Vielen Dank mal an bis zu der Stelle hier. Ich habe auch noch Fragen aus Social Media, möchte aber gern jetzt die Möglichkeit an die Vertreterinnen und Vertreter der Presse geben, jetzt Fragen zu stellen, ob an Marco Merz, an Martin Jiranek oder auch an Frank Petrosa. Stefan Sonntag, Heilbronner Stimme. Ja, erste Frage mal in Richtung Marco Merz. Jetzt ist es ja so, die Falken sind abgestiegen und haben sich jahrelang keinen Trainer und Sportdirektor geleistet. Jetzt leisten sie sich sogar beides. Haben Sie jetzt von Ihrem Gehalt was abgeknapst, damit das finanzierbar wird? Oder gibt es irgendwie neue Mäzene, von denen wir noch nichts wissen? Ich darf mal ganz kurz, weil ich weiß nicht, wie gut es verstanden wird. Ich würde die Frage einfach noch mal ganz kurz wiederholen. Die Frage war, es gab über Jahre jetzt keinen Sportdirektor bei den Heilbronner Falken. Jetzt gibt es beides, Trainer und Sportdirektor. Wie ist dies finanziell möglich? Marco, gibst du einen Teil deines Gehaltes ab für den Sportdirektor oder sind neue Mäzene gefunden, die noch nicht kommuniziert worden? Ja, die Frage ist, ob ich von meinem überhaupt noch was abgeben kann, aber nee, Spaß beiseite. Das Thema ist natürlich ganz klar. Ich glaube, dass uns das Thema mit falschen Verpflichtungen mit Sicherheit mehr Geld kostet hat, wie das man zukünftig, ich sage jetzt mal, anders verpflichten kann. Und ich sage jetzt mal, der Martin bringt natürlich auch das nötige Know-how mit, um, ich sage jetzt mal, die Marktwerte realistischer einzuschätzen noch. Und wir werden natürlich in andere Bereiche noch relativ große Einsparungen vornehmen oder werden es auch können. Ich sage jetzt mal, auch ein großes Thema, ich sage jetzt mal, was auch schon das Spielerthema betrifft, ist zum Beispiel der Fuhrpark, der natürlich deutlich eingeschränkt wird. Also man versucht natürlich schon, dass man jetzt an anderer Stelle viel einsparen kann. Vielen Dank. Weitere Fragen bitte, vielleicht, weil ich kenne leider nicht alle Vertreter hier der Presse. Ganz kurz Name und Redaktion. Und dann die Frage. Wer möchte weitermachen? Traut sich niemand. Gut, können wir auch nachmachen. Wir haben noch weitere Fragen. Dann aber gerne zwischen reingehen mit Fragen. Hier aus Social Media die Frage, Saisonziele 23/24, Planung wieder Aufstieg. Wer möchte beantworten? Ja. Okay. Yeah, I mean, natürlich, wir wollen, wenn das möglich ist, oder wir haben, es ist immer eine Chance, wir können in das erste Jahr schon wieder aufsteigen. Aber realistisch, wir wollen eine starke Mannschaft. Wir haben spät begonnen und wir bestimmt Fehler passieren in den Planungen. Das ist, wenn jemand macht das 100% von Anfang an, das ist nichts realistisch. Wird Fehler passieren und die Kunst ist, diese Fehler zu minimieren am Anfang und dann zu korrigieren im Laufe der nächsten paar Jahre. Ich sage, mein Ziel ist, das Jahr zu Jahr eine bessere Chance aufzusteigen. Hoffentlich, wir schaffen das in den nächsten 2-3 Jahren. Das ist ein realistisches Ziel für uns. Aber dass wir machen in ein Jahr eine Turnaround, man sieht von anderen Mannschaften in der Oberliga, du kannst nicht einfach viel Geld auf dem reinschmeißen und nur durch teure Spieler die Meisterschaft gewinnen. Das, was gut im Sport ist, das ist alles nicht so vorprogrammiert. Und es ist ein bisschen Spielraum und ein bisschen Glück dazu. Aber wie habe ich gesagt, Ziel ist langfristig, wir wollen aufsteigen, aber in eine gute Weg mit guten Planungen, guter Arbeit und harter Arbeit und Jahr zu Jahr. Wenn wir schaffen das nicht in das erste Jahr, dann wir wollen das dann unsere Chance verbessern in das Jahr danach. Und hoffentlich will keine feste Zeitplan geben. Aber ich glaube, nächstes Jahr, was wir wollen in der
in der oberen Hälfte in der Liga bleiben und dann in einem guten Playoff-Lauf, alles kann passieren. Frank, wie siehst du das? Es ist schwer für einen Trainer, aber für mich, ich möchte jeden Spiel gewinnen. Natürlich, ich möchte Meister werden, aber ob das passiert, ist irgendwas anderes. Aber wir versuchen uns jeden Tag besser zu werden und ja, wir schauen mal. Da vielleicht anschließend die Frage, wir haben viel über das Team gesprochen, über die Herausforderungen zu einem späten Zeitpunkt, wo bekannt ist, welche Liga die Heilbronner Falken spielen, dann auch entsprechende Spieler zu gewinnen. Was können wir zum aktuellen Kader sagen? Gibt es Namen, die schon genannt werden können, die jetzt noch nicht kommuniziert wurden? Wir sind sehr weit in der Kaderplanung. Das wird dann raus in den nächsten Wochen rauskommen. The fact is, in reality is, wir haben viel Planungen gemacht für die DL2 und dann von einem Tag bis der andere auf einmal du sitzt in einer anderen Liga und alle die alten Verträge, alle fällt aus und du fängst an von einem neuen Startpunkt. Aber wir haben ein paar sehr wichtige Baustellen von Anfang an, zum Beispiel Freddy Caban ist schon bekannt, dass er bleibt. Das ist ein überragender Leader. Wir haben eigentlich von Bayreuth im November letzte Saison bekommen, eigentlich als es war rein Glück, wir haben so einen Mann bekommen. Er kommt von der Nähe, er hat zu uns gesagt, er wollte bleiben in Heilbronn und er wollte mit uns wie in der DL2 aufsteigen. So das ist ein bisschen Glücksgriff von uns, dass Freddy hat entschieden zu bleiben. Malte Krenzen hat auch entschieden, eine gute junge Verteidiger. Ganz ehrlich, Malte könnte zu jedem DL2-Mannschaft gehen, wo er wollte gehen. Und er hat entschieden, nein, durch die neuen Planungen. Ich habe viel mit ihm gesprochen. Ich habe ihm erklärt, was wir wollen hier in Heilbronn ändern zu machen, was wir wollen einfach besser machen. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Er sagt, Mensch, ich bleibe hier mindestens noch ein Jahr, bevor ich weggehe, weil alles, was er zugehört hat, hat ihm sehr gut gefallen. Und spielen wir Malte, dass er bleibt in Heilbronn, ist auch eine große Schritt vorwärts in eine Meistermannschaft zu bauen. Lukas Volkmann, noch ein Spieler, jung, schnell, ich glaube für die Oberliga ist optimaler Spieler. Er hat auch Chancen in die DL2 zu gehen, aber er hat auch gesagt, Mensch, ich bleibe hier noch ein Jahr und schau mal, wo diese Reise geht. Nochmal, durch was wir haben mit ihm gesprochen, hat er alles sehr gut genommen und sagt, ja okay, ich bleibe noch ein Jahr. Diese Beispiele, das war der Anfang für den ganzen Kaderplan. Und dann durch Gespräche auftaucht unter den guten Spielern, wo charakterlich hat uns sehr gut gepasst. Justi hat ein sehr Top-Spieler, kommt von der Oberliga Nord, erfahrene Spieler. Das ist auch wichtig in diesem Puzzle, diese Mischung, dass wir haben auch erfahrene Spieler. So ich glaube, man wird sehen durch diese Kader, wir haben ein bisschen von alles. Wir haben starke, kräftige Spieler, wir haben erfahrene Spieler, wir haben junge, hungrige Spieler, wir haben Schnelligkeit rein in die Mannschaft gebaut, wir haben auch technische Torjäger in der Mannschaft und von allem, ich bin überzeugt, dass charakterlich und durch Kampfgeist, wir haben eine sehr gute Mannschaft zusammengebracht. Frank, vielleicht an dich die Frage zum Kader. Jetzt haben wir im Sturm die schwedischen Zwillinge. Du kennst sie ja aus der Oberliga Nord. Kannst du was zu den beiden sagen? Die spielen gut zusammen. Ich habe zweimal gegen die gespielt letztes Jahr und vielleicht zweieinhalb Monate Ende der Saison Spiels geguckt. Die spielen gut, der Läufer ist sehr gut für die Oberliga. Einer von ist mehr Spielmacher, aber wie Martin hat gesagt, ein bisschen auf alles. Der Kämpfer ist, der Läufer ist gut, die spielen gut miteinander und die sind gut, aber du brauchst mehr als zwei Spieler. Gehen zurück zu dem Thema, the team wins am Ende.
aber die würden ihr Teil mitbringen. Marco, möchtest du zum Team noch was sagen? Ja, also ich bin eigentlich auch sehr zufrieden jetzt, auch wie es funktioniert hat. Also ich glaube, kann der Martin mit Sicherheit bestätigen, die ersten paar Tage hatte man natürlich Bauchschmerzen, weil wir auch wussten, oh, man hat natürlich ganz anders geplant, man muss jetzt ein ganz neues Team von Grund auf zusammenstellen. Aber ich glaube, da haben wir wahnsinnig gut zusammengespielt und ich sage jetzt mal, der Martin war, glaube ich, auch schon relativ früh dann mit Frank in Kontakt, um sich auch Informationen natürlich von der jeweiligen anderen Spieler aus der Oberliga zu holen. Ja. Eine Frage, die über Social Media gestellt wurde, hat der sportliche Leiter in allen Belangen das letzte Wort, beziehungsweise wie hat sich die Rolle der Gesellschafter durch Schaffung des Posten sportlicher Leiter verändert? Kannst du dazu was sagen? Ja, also der Martin wird unser volles Vertrauen natürlich in dem Thema genießen. Er wird sich natürlich austauschen, was glaube ich auch wichtig ist, ist auch ein Punkt, den man ja, sei es mal vorher schon hatte. Aber das letzte Wort bei den Spielerverpflichtungen hat natürlich der Martin dann, weil er auch am besten einschätzen kann, mit dem Trainer gemeinsam. Frage, aktueller Stand bezüglich möglicher Kooperationspartner? Ja, wir haben Gespräche schon durchgeführt. Wir haben nochmal Gespräche gegeben am Anfang Juli. Aber ich glaube, wir sind in einem guten Weg, dass wir zwei Kooperationspartner haben. Aber das wird dann alles betoniert dann in so Anfang bis Mitte Juli. Marc Torwartl, Echo. 24. Eine Frage an den Frank. Du sprichst das Team an. Du sagst, das Team ist so wichtig. Wir haben letztes Jahr das versucht, mit diversen wirklich guten Teamvorbereitungen diesen Teamgedanken zu stärken. Es hatte nicht so die Funktion oder es hat es nicht so erfüllt, wie wir erhofft hatten. Es war nicht ein Team auf dem Eis. Was hast du da für Möglichkeiten, dass wir diesen Team Spirit bekommen? Worauf setzt du da? Well, wie Martin hat gesagt vorher, your leaders, Cabana hat alles durchgemacht, you know, er hat Meisterschaft gewonnen, Jus, glaube ich auch, hat Meisterschaft gewonnen, Torhüter Berger, auch Meisterschaft gewonnen, und die sind Spieler, was ich denke, sind sehr wichtig, wenn ihr möchtet erfolgreich spielen. Und ich bin immer ein Mensch, wo Zuschauer sieht das nicht, aber Kabine ist sehr wichtig, der Zusammenhalt. Es ist wie eine Familie. Ich möchte gern, ich bin so ein Mensch, Familienmensch und eine Beziehung Mensch. Und alle muss füreinander arbeiten und ihr Leaders muss führen die Mannschaft. So ich lean on die mehr, you know, ich vertraue in die, aber die spielen auch eine große Rolle in der Zusammenhalt. Heißt es, dass du den zukünftigen Kapitän soeben schon benannt hast? Nein. Wir schauen mal. We have 6 Wochen Zeit in der Vorbereitung und ja. Yeah. Da würde ich gerne gleich kurz einhaken, vielleicht an dich, Martin, die Frage, die aus Social Media kam: Vorbereitungsplan und Start Trainingsbeginn. Ja, die Mannschaft wird zusammenkommen, so Mitte August. Aktuell Startpunkt haben wir noch nicht festgelegt, aber das wird anfangen mit so eine Testbatterie, durch physische, dynamische Testing für die Jungs. Und durch das werden wir auch dann die Planungen haben, wie wir machen die ganze Vorbereitung. Das Woche zu Woche, das war auch für mich wichtig. Ich kann auch sagen, mit meinen Gesprächen mit Frankie, was ist in der ersten Woche gemacht, was ist in der zweiten Woche gemacht, wenn wird dann Überzahl trainiert gemacht, wenn würde, weißt du, das sind alle Schritte, wo durch meine Erfahrung, ich sehe, ein guter Trainer hat das alles im Plan, okay, in der ersten Woche machen wir das, in der zweiten Woche machen wir das und das, zum Beispiel letztes Jahr, die Mannschaft waren nicht alle pünktlich zusammen, das werden Mannschaften teilweise kommt eine Woche später, 2 Wochen später und war. Ich habe gefragt, wo war der erste Tag, wo, okay, das war der Startpunkt und niemand gibt mir eine Antwort. So, ich glaube, das ist der erste Punkt, dass wir haben einen festen Start und von diesem Startpunkt dann alles wird geplant, wie, was und wieso. Und das ist, wie ich möchte arbeiten und Frankie auch. Und noch ganz kurz zu diesem Thema,
mit dieser Mannschaft. Das Problem letztes Jahr war nicht, dass unsere Mannschaft war nicht freundlich zusammen. Wir haben Team Spirit, wir haben alle Spaß in der Kabine. Problem war, wir haben keine Konkurrenz. Problem war, wir haben nicht gekämpft aufs Eis. Alle waren freundlich in der Kabine, keiner macht Stress. Probleme, wir haben vielleicht nicht genug Stress in der Kabine. Dass manchmal man braucht eine bestimmte Spannung in der Muskulatur und einen bestimmten Hunger. Und das hat uns letztes Jahr gefehlt. Nicht der Mannschaftszusammenhalt. Und ich gehe ein bisschen weg vom Thema, aber das ist auch ein Punkt, wo das fängt dann schon in der Vorbereitung. Kommst du alle und machst nur Party in den ersten zwei Wochen für gute Mannschaftsstimmung? Natürlich, alle sind glücklich mit das. Aber ich will in der ersten Woche schon harte Arbeit dazu machen. Wir haben unsere Zeit, Spaß zu haben, aber wir würden anfangen mit richtig strukturiert und jeder weiß in den ersten paar Wochen, hier wird gearbeitet, hier wird gekämpft. Und das ist die Stimmung, was ich rede, wir wollen bringen in der Mannschaft von Anfang an, weil später das reinzubringen ist zu spät. Das ist alle Gewohnheit. Und Franz sieht das auch so. Wir würden keine leichte Vorbereitung, keine leichte Trainingslage, wir würden arbeiten. Und durch die Anfangphase in der Saison, du vorbereitest alles, was kommt danach. Und so wollen wir das machen. Stefan? Ich würde mal ziemlich viel. Man muss ja realistisch sagen, wenn man schaut, welche Teams in den vergangenen Jahren in die Oberliga abgestiegen ist und wie viele es bisher geschafft haben, zurückzukommen, muss man ja davon ausgehen, dass man bestimmt mehr als eine Saison oder wahrscheinlich mehr als eine Saison in der Oberliga spielt. Die Frage wäre, wie lange können die Pfeifen in der Oberliga weiter existieren oder droht nach einem Jahr vielleicht der Absprung einiger Sponsoren, weil sie sagen, wir spielen ja wirklich in der Bayernliga nur noch. Also ich sag mal so, das Thema ist, es gibt jetzt, man muss sagen, in der Oberliga gibt es ja auch hochinteressante Gegner, das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, es wird viel mit Zusammenhängen auch, wie wir natürlich, ich sage jetzt mal, sportlich in die ersten Spiele, ich sage jetzt mal, starten, dass wir auch das ganze Thema, ich sage jetzt mal, unsere Zuschauer wieder zurückholen können, ich sage mal, unsere Partner begeistern können. Und ich sage jetzt mal, es ist mit Sicherheit, oder wir haben auch schon weiter geplant, dass wir sagen, okay, das erste Jahr wird mit Sicherheit wahnsinnig schwierig aufzusteigen. Also wir planen schon auch damit, wie es der Martin vorhin auch gesagt hat, dass wir uns dann halt jährlich nochmal verbessern und immer näher rankommen. Und das wird von den Partnern auch so dann mitgetragen, dass es dann auch ein zweites, drittes also Jahr ja, gibt, ohne dass jetzt genau, wir haben ja auch Partner, die auch in der jetzigen Phase Mehrjahresverträge unterschrieben haben. Das ist auch unser zukünftiges Ziel, weil sie einfach sagen, sie wollen da jetzt dabei sein. Und es ist auch den Partnern natürlich klar, dass es das erste Jahr schwierig wird. Und deswegen wollen die uns ja da unterstützen bei dem Projekt. Marc? Frank, eine Frage. Als Spieler warst du ja bekannt dafür, dass du immer gerne dorthin gegangen bist, wo es auch weh tut. Können wir das auch von der Mannschaft nächstes Jahr oder diese Saison erwarten? Well, we würde hart spielen natürlich. Zweikampf stark, aber keine blöde Strafe. Brauchen nicht der Spieler durch die Bande, weil wir muss weg von der Strafbank. Weil Special Teams spielen eine große Rolle. Aber wir werden hart sein. Nicht nur an der Bande, wie ich gesagt vorher, vor unser Tor, der Net Front Battles, und vor der Gegner Tor. Wenn du möchtest Tor schießen, du musst vor der Tor gehen. So, wir werden hart spielen, aber fair. Die Frage, Social Media statt Dauerkartenverkauf, Thema Lizenzierung. Ja, also wir sind im Dauerkartenverkauf eigentlich schon so weit, dass wir starten könnten. Bei uns ist nur aktuell natürlich das Thema, durch das, dass es eine ganz Gewissheit ist, wie viele Teams werden es auch in der Oberliga, möchten wir da jetzt aktuell noch ein paar Tage abwarten, bis wir dann sagen, okay, da ist jetzt die Gewissheit und dann starten wir mit dem Dauerkartenverkauf. Und Thema Lizenzierung? Genau, Lizenzierung sind auch alle Unterlagen soweit eingereicht. Das Thema ist, dass das Lizenzierungsverfahren in der Oberliga später ist als in der DEL 2. Deswegen wird es da natürlich von der Entscheidung auch ein bisschen später natürlich sein. Ja. Wie sieht dort der Zeithorizont konkret aus? Also die finale Abgabe von alle Vereine ist am 15.06., wo alle Unterlagen final eingereicht werden müssen. Sind 3 Wochen später als in der DEL 2.
Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man mit Sicherheit auch 2 bis 3 Wochen länger warten muss, wer dann alles in der Oberliga lizenziert ist. Vielen Dank. Weitere Fragen, Marc? Worst-Case-Szenario vorausgesetzt, 2 Teams aus der DEL2 erhalten die Lizenz nicht. Wären wir der erste Nachrücker, würden die Falken dann diese Option wahrnehmen, auch mit dem jetzigen Kader? Ich sag mal, das ist natürlich eine spannende Frage. Wie würdest du das einschätzen, Martin, vom sportlichen Sinn? Wir müssen auch dann ja, das Neue analysieren, aber viele würde behalten, sage ich so. Ich würde jetzt hier nennen, Spieler Y oder der Exe Golden dann raus. Aber wir haben teilweise gute Leute auch verpflichtet. Meine Meinung auch für die DL2, wenn das alles kommt raus, ich glaube, ja, die sind jung und haben richtig gute Zukunft vor sich, oder die haben schon DL2 Erfahrung gehabt. Mit dieser Kader, für großen Teil, ich würde dann trotzdem mitreisen in die DL2, auch weil es gibt weniger und weniger Möglichkeiten zu verpflichten, und man muss das auch sagen. Ja, aber ich glaube, man muss es wirklich auch dann abschätzen, weil ich sage jetzt mal, wenn man gerade aktuell aussieht, wie die Vereine in der DEL2 aufrüsten und wenn man auch, ich sage jetzt mal, dementsprechend die Etats liest, ist natürlich die Frage, ob man sich einen Gefallen mit tut, wenn man dann aufsteigt. Das darf man auch nicht vergessen, oder falls man es in Anspruch nimmt. Ja. Stefan? Ich würde sagen, in der Etat der Fakten ist der ähnlich wie in der DEL2, ist er deutlich geringer, oder wie sieht das aus? Also im Endeffekt ist es schon so, dass wir Reduzierungen vornehmen, dementsprechend vom Etat. Waren ja auch Themen, die ich vorhin schon besprochen habe, auch was das Thema Fuhrpark betrifft. Wir haben die letzten Jahre natürlich auch, ich sag jetzt mal, relativ viel drumherum aufgebaut, wo man jetzt, ich sage jetzt mal, viele Themen alle nochmal überprüfe. Und der Etat ist natürlich in der Oberliga geringer wie in der DL2. Weitere Fragen? Was? Stefan? Ja, mach gleich. Ist jetzt eigentlich das große Thema zweite Eisfläche, ich will jetzt nicht gar nicht erst von neuer Halle sprechen, damit jetzt über Jahre erstmal auf Eis gelegt und kann sich der Oberbürgermeister jetzt gemütlich zurücklehnen und denken, okay, die sind abgestiegen, jetzt habe ich mal eine Ruhe. Ich bin, glaube ich, auch dein. Nur Moderator. Vielleicht eine grundsätzliche Aussage dazu. Um Eishockey mittelfristig in Heilbronn eine Zukunft zu geben, ist eine zweite Eisfläche Grundvoraussetzung. Ganz interessant nur am Rande, letzte Woche gab es von einem ehemaligen Kollegen der Heilbronner Falken in der DEL2, den Dresdner Eislöwen, Geschäftsführer, ein Interview, wo er kritisiert hat, dass er von Dresden, der Stadt Dresden, etwas mehr Unterstützung erwartet, weil die Eislöwen Dresden nur 3 Eisflächen haben und sie benötigen zumindest eine 4. Eisfläche, um das Thema Nachwuchs und Weiterentwicklung Eishockey in Dresden vorantreiben zu können. Wir in Heilbronn haben 2 Eishockeyvereine und wir sprechen für Amateur mit den Eisbären beim HEC, mit den Heilbronner Falken Profi. Und es war mit eine unserer ganz, ganz großen Herausforderungen und Schwierigkeiten, in der DEL2 genügend Eiszeiten zur Verfügung zu haben, schon fürs Profi-Eishockey. Das Thema Nachwuchs, ganz an der Seite, das Thema Öffentlichkeit. Die Heilbronner Falken hatten zum Teil nicht die Möglichkeiten, Spiele an Sonntagen zu früheren Zeitpunkten zu starten, weil das einfach wichtige Laufzeiten waren für den Publikumslauf, speziell über Weihnachten im neuen Jahr. Das heißt ganz klar, die zweite Eisfläche ist notwendig, auch wenn wir über Budgets reden. Wenn man sieht, welche Budgets in der zweiten Liga aufgerufen werden, da muss einfach eine Arena auch mehr Geld erwirtschaften, als wir in Heilbronn erwirtschaften können. Das heißt, mit den bestehenden Rahmenbedingungen wird Eishockey, Profi-Eishockey auf Profi-Niveau, sprich oberes Drittel Oberliga oder zweite Liga oder auch drüber, in langer Zukunft nicht mehr geben.
Ja, wir brauchen andere Voraussetzungen. Wir arbeiten auch an diesem Thema. Das ist ein Thema, wo die Gesellschafter mit dem Marco Merz, auch mit unseren Kollegen vom HEC zusammenarbeiten und das Thema auch konkretisiert haben. Aber wir können sicher nicht alleine auf die Beine stellen. Wir brauchen Unterstützung aus Stadt und auch von sonstigen Finanziers, die das Thema darstellen können. Marc? Weil jetzt die zwei Heilbronner Eishockey-Vereine zur Sprache gekommen sind, die Verzahnung bleibt ja. Man wird ja immer noch mit dem HEC auch zusammenarbeiten. Sind da irgendwelche Spieler vielleicht im Fokus, wo man sagen könnte, die könnten jetzt auch den Sprung von der Regionalliga in die Oberliga schaffen? Sind da welche Spieler geplant, dass die bei uns spielen und nur, wenn wir voll sind, runtergehen? Ja, also da habe ich auch noch kurz ein Thema. Wir sind da natürlich im Austausch, weil der HEC hat natürlich auch das Thema mit der Eisflächen. Die haben ab einem, ich sage jetzt mal, gewissen Jugendbereich sozusagen, wandern denen alle Spieler, ich sage es mal, in die Umgebung ab, Bietigheim, Mannheim, die talentiert sind. Und wir sind jetzt schon im Austausch, auch mit Martin, dass wir sagen, okay, wenn es da jetzt auch talentierte junge Spieler gibt, binden wir die natürlich auch zukünftig bei uns direkt mit ein, einfach um die junge, talentierte Spieler aus Heilbronn auch nicht zu verlieren. Martin? Ja, das ist ein Thema. Nur eine Spieler, Marco Haas letztes Jahr hat teilweise in der DL 2 uns geholfen, bis seine Bein gebrochen und dann in der letzten Drittel der Saison hat er nicht mehr gespielt. Aber das ist immer eine schwere, weil Talent hat er, aber wie habe ich gesagt, gibt es einen bestimmten Anspruch auf Fitness. Und er hat einen normalen Job. Die sind bei der Eisbären, die sind nicht Profi-Spieler. Und wir wollen eine bestimmte Niveau, eine bestimmte Fitnesslevel erhalten. Und man gibt Spiele, würde uns teilweise uns helfen. In Notsituationen mit Verletzungen und so. Oder eine junge Spieler, wie Marco hat gesagt. Eine junge Spieler könnte auch mit uns teilweise auf Seismen Training gehen. Und wenn er so weit sich entwickelt, dann ein paar Spiele bekommen. Das ist auch in unserer Vision, in unserer Planung. Aber ich will von Anfang an niemand versprechen, du spielst so und so viele Spiele. Aber ich will viele die Chance geben, bei uns auf Seismen Training zu kommen von den Nachwuchs. Und da die können uns zeigen, ob die gehört in unser Niveau oder nicht. Oder vielleicht wir können auch Tipps geben, hey, du bist knapp dran. Du musst auf das arbeiten und vielleicht nicht vergessen, ein junger Spieler, wenn du siehst den Mann in September, Januar, Februar ist ein ganz anderer Spieler. Er entwickelt sich in 6 Monaten. So, wir können auch diese jungen Spieler helfen in ihren Entwicklung, dass eventuell vielleicht am Saisonende endlich bei uns spielen können. Weil vielleicht am Anfang der Saison, die sind noch nicht so reif. Aber die sind Sache, das ist auch mein Job, das ist eine Gründe, du brauchst eine sportliche Leiter, weil jemand muss das beobachten. Und als Trainer für eine Profimannschaft, das war auch in der Vergangenheit vielleicht deine Fehler, er hat zu viele Aufgaben. Er muss die Entwicklung von seinen Spielern beobachten, er muss den Mannschaftskader beobachten, wer spielt in Überzahl, wie die spielen in Überzahl. Es sind so viele Themen für einen Trainer. Und dann noch dazu, du passt an, hey, du sollst einen jungen Spieler von den Eisbären anschauen. Das ist dann mein Job, weil ich habe mehr diese Schirm, diese Beobachtung und ich kann diese Zwischenstelle, diese Flüssigkeit zwischen den Kooperationspartnern mehr anfördern. Und das ist eigentlich eine von meinen Rollen. Weiter, ja, Marc? Wir hatten uns den Luxus von Co-Trainern geleistet jetzt in den letzten Jahren. Ist es auch in der Oberliga geplant? Wir sind jetzt da aktuell noch im Austausch. Ich sage jetzt mal nicht in dem Umfang, wie man es die letzten Jahre hatte. Man muss ja auch dazu sagen, Schuppi als Co-Trainer war jetzt, ich sage jetzt mal, auch keine günstige Lösung. Und ich sage jetzt mal, so eine wird es mit Sicherheit jetzt in naher Zukunft nicht geben. Ja. Weitere Fragen? Stefan? Eine Frage an Frank.
ja damals, als du damals Heilbronn verlassen hast, hast du gemeint, du hast hier viele Freunde gefunden, viele Freundschaften geschlossen. Und unter anderem ja auch auf dem Eis damals den Heiratsantrag an deine Frau gemacht. Zwei Fragen: Welche Freunde gibt es noch und ihr seid hoffentlich noch verheiratet? Ja, wir sind immer noch verheiratet. Ja. Die erste Frage habe ich nicht richtig verstanden. Die Freunde, du hast damals, als du Heilbronn verlassen hast, gesagt, du hast einige Freunde. Gibt es Freunde, die du in Heilbronn noch hast? Ja, ich habe in Heilbronn nur immer noch in Kontakt, mehr meine Frau, weil ich war viel beschäftigt mit Eishockey. Aber ich würde mich noch mal freuen, wieder die Leute zu sehen. Weitere Fragen? Gut. Ah ja, gerne, Stefan. Ja, wir haben noch Zeit, keine Frage. Was hat es eigentlich die Gesellschaft dann gekostet, den Etat von der vergangenen Saison auszugleichen? Ja, über Zahlen haben wir in der Vergangenheit nicht öffentlich gesprochen und so halten wir es aktuell und so wird es auch in Zukunft sein. Unser Interesse war es immer, den Geschäftsführer zu unterstützen, dass Eishockey erfolgreich im Rahmen von Budgets gespielt werden kann. Und das war auch für uns die Diskussion, wie es der Marco vorhin beschrieben hat, es war nicht so Abstieg und jawohl, hurra und es geht alles weiter, sondern wir haben uns auch zusammengesetzt und haben sehr intensiv auch diskutiert, welche Fehler haben wir gemacht, welche Fehler wurden in der Organisation gemacht und was müssen wir tun, um Fehler, die gemacht wurden, zu vermeiden und was bedarf es, erfolgreich Oberliga-Eishockey zu spielen. Ja, also es war tatsächlich Aufarbeitung der vergangenen Saison. Da geht es jetzt nicht nur um finanzielle Themen, sondern es geht auch um organisatorische oder Handlungsthemen. Und so, das hat aber nichts mit dem Abstieg an sich zu tun. Das Gespräch hätte genauso stattgefunden, wenn wir in der DEL2 verblieben wären. Und so haben wir das in der Vergangenheit auch immer gehabt. Wir haben uns aus dem Operativen rausgehalten, wird auch zukünftig so sein. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen mit dem Marco so abzustimmen, dass er mit dem sportlichen Leiter und Trainer erfolgreich arbeiten kann. Das ist unser Anspruch, wie wir arbeiten. Wir haben es ja von Frankie gehört, als Spieler wollte er das schon, als Trainer will er auch jedes Spiel gewinnen, er will die Meisterschaft holen. Ist schwierig, das wissen wir alle, aber jetzt wird immer das Wort, wir wollen erfolgreiches Eishockey spielen. Sicherlich auch im Hinblick darauf, um die Zuschauerzahlen weiterhin zu steigern. Wie definiert sich erfolgreich? Kann man das am Tabellenplatz festmachen, dass man sagt, Oberliga Platz 1 bis 4 ist unser Ziel oder welches Ziel wurde da gesetzt? Frage auf mich oder Frank? Egal. Ja, ich glaube persönlich, wir würden alle verschiedene Meinungen haben. Weil ich als Trainer habe ein ganz anderes Erfolgsrezept als Geschäftsführer oder Sportleiter. So. Vielleicht jemand anders. Bei mir ist jeden Tag besser zu werden und am Ende das Ergebnis zu haben, was man möchte. Ich möchte das so sehen. Nur auch, was für Situation ist. Hast du eine Verletzungswelle momentan in der Mannschaft oder nicht? Natürlich, der leichteste und auch der wichtigste Punkt ist, wie viele Spiele du gewinnst. Wo bist du auf der Tabelle? Natürlich, wenn wir in der unteren Hälfte von der Tabelle nächstes Jahr sind, das wird nicht reichen. Also das ist klar. Ob wir sechster Platz oder vierter Platz oder zweiter Platz, das ist abhängig, wie die Mannschaft spielt. Weißt du, könnte sein, in November wir sind Top 3 Mannschaften und auf einmal unser Torwart wird verletzt oder Leistungsträger ist verletzt. Weißt du, und dann müssen wir reagieren. Das ist immer eine Reise, ein Prozess. Wir wollen nicht die Meisterschaft gewinnen in Oktober und du wirst nicht die Meisterschaft. Weißt du, das ist ein Prozess. Aber was für mich wichtig ist, dass die Arbeit gut gemacht ist und sobald die Mannschaft geht immer vorwärts. Die haben immer einen Plan, dass du siehst, dass die Mannschaft nicht stehen blieb. Also, wir werden heisenlos. Wir würden bestimmt irgendwann nächstes Jahr wir würden ein paar Spiele nacheinander verlieren. Dann, was für mich wichtig ist, wie die Mannschaft reagiert.
Will die Mannschaft jetzt aufhören? Will die Mannschaft zufrieden? Will die Mannschaft zusammenkommen? Das ist dann der Job von Frank. Weißt? Ist das jetzt Zeit, ein wichtiges Gespräch mit der kompletten Mannschaft? Will das eine Teambuilding in der Mitte der Saison? Wie wir reagieren durch die Saison ist für mich wichtig. Dass wir immer Schritt für Schritt immer besser werden. Und das ist für mich, wie man langfristig Erfolg baut. Marc? Unabhängig vom Kooperationspartner, den du angesprochen hast, wie groß wird unser Kader sein, wenn wir in die Saison starten? Ja, wir starten mit 21 Spielern unter Vertrag von uns. Meine Erfahrung, und das war letztes Jahr bestätigt, du kannst, wenn du fängst an, ja, diese Spiele von der Kooperationspartner werden in der zweiten Reihe spielen, diese Spiele werden von der Kooperation in der dritten Reihe spielen, das ist schon vorprogrammiert, Probleme zu haben. Wir schauen auf unsere Teller, wir haben 21 Spieler unter Vertrag, und wenn, weil Verletzungen kommt, 100%, und durch diese Verletzungenprobleme, dann kannst du deinen Kooperationspartner fragen, hey, wir brauchen einen Spieler, wir haben zwei verletzten Verteidiger, wir brauchen mindestens einen Verteidiger von euch, oder kommt ein junger Spieler, und ich sehe, hey, dieser Spieler spielt sehr gut für die anderen, vielleicht können wir ihn für ein paar Spiele bei uns haben, dass wir machen einen Platz für ihn, dass er vielleicht schnuppern bei uns und wir sehen, wie weit er ist. Oder überraschenderweise, ein Spieler kommt von einer starken Liga, kommt runter zu uns und auf einmal er spielt in der zweiten Reihe, weil er so gut ist. Dann unsere Karte muss runterschieben. Aber das ist für mich immer besser, einen Platz für jemanden machen, als drauf erwarten haben und auf einmal er ist weg, weil das war die Situation letztes Jahr. Wir haben geplant, unsere Karte mit Kooperationsspielen. Aber das heißt, du bist abhängig von drei Mannschaften, Verletzungsprobleme trifft uns. Wenn Mannheim mit Mannheim Adler, die EL-Mannschaft hat Verletzungsprobleme, das hat uns, eigentlich das war unser Problem, weil wir verlieren Spiele dann zu Mannheim. In die andere Richtung, wenn Mannheim U20 hat Verletzungen, ich könnte keine Spiele von der U20 abrufen, wenn ich habe Verletzungen, weil die haben ihre Probleme. Das ist so eine, du brauchst eine bestimmte Karte, was du bequem bist, du kannst Spiele gewinnen und gute Mannschaft haben. Und was passiert im Laufe der Saison? Das ist für was diese Kooperation ist. Nicht für, ja, wir erwarten, dass wir bekommen einen Mannheim-Spieler zu uns und mit diesem Spieler wir gewinnen. Weil sonst, das wird passieren, was letztes Jahr passiert. Auf einmal Tosto und Thiel waren nicht dabei im Play. Aber ich habe gesehen am Anfang, wenn ich reingekommen, die war geplant auf der Hauptkarte für uns. Zwei wichtige, gute Spieler, aber die war weg. Und es war nicht unsere Entscheidung. Das war jemand anderes Entscheidung, weil die war von uns nicht unter Vertrag. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich bei allen Medienvertretern für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Es gibt selbstverständlich jetzt nach Abschluss des offiziellen Teils noch die Möglichkeit zu privaten Fragen, also nicht privaten Fragen, aber Einzelfragen an die Trainer, Sportdirektor, an unseren Geschäftsführer Marco Merz. Ich bedanke mich bei der Stimme Mediengruppe für die Unterstützung unserer Pressekonferenz, für die technischen Möglichkeiten. Ich danke auch dem Parkhotel, dass wir heute hier zu Gast sein konnten. Bedanke mich bei allen an den Bildschirmen, die uns begleitet haben bei dieser Pressekonferenz. Wünsche allen noch eine schöne Restwoche, einen schönen Sommer, und die Heilbronner Falken werden weiterhin informieren zu Kaderspielern, die unter Vertrag sind. Wenn es da Neuigkeiten gibt, wird es die Informationen geben. Frank, dir ganz herzliches Dankeschön, dass du heute früh aufgestanden bist, um auch bei uns zu sein. Wir freuen uns, wenn du dann ganz offiziell in Heilbronn bist. Bis dahin alles Gute in Kanada.
Grüße an deine Familie. Und damit beende ich den offiziellen Teil der Pressekonferenz. Vielen Dank, schönen Tag noch. Tschüss und auf Wiedersehen.